Na, nun herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Fahrerlebnisschalter vom BMW und dessen verschiedenen Modi. Okay, fangen wir aber erstmal ganz am Anfang an, und zwar im Drive-Modus. Dies ist der normale Modus bei der Automatik, wo die Gänge so früh wie möglich hochgeschaltet werden und dies so butterweich wie möglich geschieht. Natürlich wird dabei auf die Sparsamkeit geachtet. Und dann gibt es natürlich am Wählhebel noch den Sportmodus. Den betätigt ihr, indem ihr den Wählhebel einfach nach links drückt. In diesem Modus wird die Laststeckdämpfung komplett ausgeschaltet und das Getriebe überträgt die volle Kraft beim Schalten. Das fühlt sich so an, als würde man sehr schnell sportlich einkuppeln. Und zudem werden auch die Gänge natürlich so hoch wie möglich gedreht. Und während ihr in diesem Modus seid, könnt ihr mit dem Wählhebel auch in den manuellen Modus übergehen, indem ihr den Wählhebel entweder nach oben oder nach unten tippt oder gegebenenfalls natürlich mit den Schaltwippen. Und wie der Modus schon sagt, könnt ihr somit manuell schalten bei der Automatik. Aber keine Angst, die Automatik greift sofort ein, sobald ihr entweder zu hoch oder zu niedrig dreht. Okay, fangen wir jetzt mit den verschiedenen Modi des Fahrerlebnisschalters an. Der erste Modus, in dem ihr drin seid, ist der Komfortmodus, sobald ihr euer Auto startet. Dort ist wichtig zu wissen, dass ihr ca. 10% weniger Leistung bei Gaspedaldruck bis zum Widerstand habt. Natürlich bei der Automatik, dass die variable Lenkung, auch die Servotronik, sehr weich sind, das variable Fahrwerk ebenfalls, dass das Gaspedalkennfeld normal ist, im Gegensatz natürlich zum Sportmodus, und die Schaltpunkte der Automatik sind circa bei 2200 Umdrehungen. Okay, kommen wir zum nächsten Modus, und zwar zum Eco Pro Modus. Wie der Name schon sagt, ist da wichtig zu wissen, dass das Energiemanagement reduziert wird. Das bedeutet also, dass ihr weniger Leistung bei der Klima habt, sowie bei der Sitzheizung, Fensterheizung, dass die elektrische Lenkkraftunterstützung etwas zurückschaltet und das. Eine Ewigkeit später. Okay, es ist eine ganze Menge und wenn ich alles hier aufzähle, sind wir bis morgen noch hier, deswegen werde ich das kurz einblenden, ihr könnt euch ja gerne durchlesen. Was ich persönlich zu diesem Modus sagen kann, ist, dass ich ihn so gut wie nicht benutze, da sobald ihr in diesem Modus drin seid, euer BMW sich nicht wie ein BMW mehr anfühlt. Das einzig Interessante meiner Meinung nach ist, dass euch das Auto Tipps gibt, wie ihr besser fahren könnt und euch nach eurem Fahrstil benotet. So könntet ihr euch mit, keine Ahnung, mit anderen, die euer Auto fahren oder anderen BMW-Autofahrern messen. Okay, kommen wir jetzt zum spannendsten Modus, und zwar dem Sportmodus. In diesem Modus habt ihr die volle Leistung, die variable Lenkung und auch die Servotronik ist weniger unterstützend, daher fühlt sich das Auto viel direkter an. Wenn ihr ein variables Fahrwerk habt, wird es härter und direkter gestellt. Das Gaspedal-Kennfeld ist viel sportlicher, also sobald ihr aufs Gas geht, merkt ihr das. Die Schaltpunkte der Automatik werden ca. auf 2500 gelegt und bei stärkerem Gasgeben geht sie sogar bis in den Begrenzer. Und natürlich wird der achte Gang ausgeschaltet. Manche BMWs haben natürlich dann auch noch den Sport Plus Modus. Der Unterschied vom Sport Plus zum Sport ist, soweit ich es weiß, dass das DSC ausgeschaltet wird und dafür das DTC an. Und die zusätzliche Aufweitung der Anreglerschwellen für Fahrzeug- und Antriebsschlupfregler, natürlich nur beim Diesel. Das waren die verschiedenen Modi des Fahrerlebnisschalters. Natürlich dürft ihr zwischen den Modi keinen Unterschied wie Tag und Nacht erwarten. Nur weil ihr im Sportmodus seid, wird euer normaler 3er nicht plötzlich zu einem M3. Trotzdem finde ich, dass dieser Fahrerlebnisschalter seine Daseinsberechtigung hat, da wie gesagt das Fahrerlebnis sich wirklich ein Stück weit ändert mithilfe der Modi. Und das war's mit dem Video. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken bei dem BMW-Forum, welches mir sehr viel Information geboten hat. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Checkt auch gerne meine anderen Videos. Bis zum nächsten Mal.